Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge von The Binding of Isaac, die war wieder ganz klassisch mit dem, mit der Maus gestartet wurde und nicht mit dem Stream Deck. Problem ist nämlich, Stream Deck will OBS-Einstellungen nicht annehmen. Warum zum Fack auch immer. Aber naja. Naja. Moment, damit ich das auch vernünftig sehe. So. Und wir spielen. Wir spielen. Ich sag, was wir machen mit Tainted Lost. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Vielleicht der Fakt, dass es Tainted Lost ist, aber. Ach, ist egal. Ist egal, ist egal. Mit Tainted Lost kann man immer mal spielen. Zumal ich. Hey. Zumal ich mich heute selbst hasse und. Es ist quasi Selbsthassfreitag. Um mal ein Konzept von Mögi zu stehlen und auf einen Tag zu packen, bei dem das Wort keinen Sinn macht. Verdammt. Mögi hat nämlich den Selbsthass Sonntag gemacht. Okay, Freitag passt, weil heute ist Freitag, aber das war's dann auch. Oh hey, was Gutes. So. Wie viel Damage hast du nochmal tainted? Verloren. So, Zitronenmissgeschick. Ich denke, wir nehmen mit den Book of Virtues heißt das, glaube ich. Ja. Nehmen einfach das, was als erstes aufploppt. Oh, hey, das ist gut. Damit könnten wir theoretisch The Beast machen. Rölps. Nehmen wir die Pille einfach mit. So, damit machen wir uns den Shop schmackhaft. Und apropos, wir gehen da jetzt rein. Hey, die Karte. Da muss ich mir nicht mehr so viel Gedanken darüber machen, wo ich lang will. Nur einfach gucken, wo ist ein langer Weg und dann da lang. Kann mir quasi Zeit lassen beim Boss suchen. So. Schön. Ich habe heute ein AI-Cover von Sonic zu Shape of You gefunden und danach hat für mich doofen Schmerz das Perry-Schnabeltier leckeres Herz. Wow. Hat Perry das Schnabeltier für mich den. Nicht Perry das Schnabeltier. Doofen Schmerz für mich den Perry das Schnabeltier-Theme-Song gesungen. Wie ein Giga. Ich dachte, da kommt noch ein Wort. Nee, nee, nee. Er ist ein Giga. Giga-Doofenschmerz. Genauso wie in My Hero Academia. Oh, hey, Geld. Geschmückter Junge. Okay, entweder. Wir versuchen über Mother zu gehen. Auch wenn das in diesem Falle echt nicht realistisch klingt, weil wir absolut keinen Treffer einstecken können. Aber. Der Versuch macht klug. Nicht das nicht tun und Problem haben. Entweder ich nehme Capricorn oder ich nehme Mom's Knife. Mom's Knife ist stark, aber ich will den Steinbock. Steinbock, ich wähle dich. Und ja. Mamas BH. Habe ich doch mal für einen starken Einsatz von Scroll Dead Sea Scrolls. Oder irgendwie so. Nicht wahr? Oh hey, Shop. Da will ich doch gerne rein. Im
Sword brauche ich absolut nicht. Oh oh. Nein, ich habe das Sword gekauft. Scheiße. Ne, muss ich so sprengen. BFF. Der Teufel. Gesegnet vom Teufel. Höchstpersönlich. Ich möchte aber mal anmerken, ich hätte schon sehr gerne eine weitere Dingensbumsens-Card. Okay. So, was ist die rote Karte? Karo 2. Achso, stimmt. Ich kenne die auf Deutsch nicht, okay? Ich kann die Formen auf Deutsch nicht mit denen im Englischen über verbinden. Ich weiß zwar, Two of Diamonds ist Karo, aber ich kann im Kopf nicht die Verbindung machen. Oh hey, Karo ist Two of Diamonds. Und weil ich mache ja schon die Verbindung, Two of Diamonds ist zweimal Geld, wisst ihr? Nein, nicht zurück. Komm schon, ich will eine Bombe sparen. So. So. Oh oh. Vielleicht nicht unbedingt gut, aber... Kann ich euch auch sagen, das ist nicht so schlecht wie dieser gesamte Raum hier. Wobei das alles Mögliche heißen kann in dem Fall. Also das mit dem Chaos. Chaos kann an dem Punkt alles heißen. Da bin ich euch ganz ehrlich mit. So. Oh hey, zwei Lackerpillen. Das macht es schon mal viel angenehmer. Warum, fragt ihr? Ganz einfach, weil mit Luck in der Chess zu sein ist immer recht stark. Und für dich will ich so ein Double Strength Up nicht, Damage Up nicht, ich sag mal, weghauen. So schwer bist du gar nicht. Das Einzige, was nervig ist, ist diese Phase. Und halt die Gegner, die er spawnt. Aber es ist beides halt alles echt kein Problem. So, und jetzt. Mana equals Power. Und ein wirklicher Grund, die Karte einzusetzen. So. Moment. Sehr schön. Denn wenn wir Glück haben, wollen wir auch Megasatan mitnehmen, okay? Ich bin so. Und das wisst ihr. Wollen wir einfach mal nicht so sein. So. Sehr schön. Er zeigt eine Karte. Aha, Deutsch. Deutsch ist die Hauptsprache von den Leuten, die das Spiel gemacht haben. Ganz sicher. Er zeigt eine Karte. So gut in Deutsch bin nicht mal ich. Ich weiß, natürlich kommt immer mal was. Oh, davon will ich zwei haben. Natürlich kommt immer mal so ein kleiner Fehler ran. Würde mich nur drüber lustig machen, weil... Ist doch schöner, wenn alles lustig ist, oder? Lustige Dinge... Wenn lustige Dinge Kummer verursachen, ist irgendwas falsch gelaufen. Dem Friendzone ist ein zweites, Fliegen-Item. So, Shop.
Junge! Zack-die-Wupp. Was zum Teufel soll ein Zack-die-Wupp sein? Schubda-Wupp hat nichts mit Zack-die-Wupp zu tun. Wo sind wir hier? In One Piece? Naja, aber erstmal sind wir da, wo ich mir den Cricket Set kaufen kann. Einfach mal Damage. Junge. Einfach mal gut Damage. Bitte wie? Naja. Mensch, kriegen wir hier viel Geld momentan. So. Zack, die Wupp. Der stärkste Charakter in ganz East Blue. Ne, Entschuldigung, North Blue. Hab One Piece Region verwechselt. Buch der Offenbarung! Kannst du jetzt mal aus der Wand geschossen kommen, bitte? Genau, dankeschön. Ich denke, ich bleib bei kaputtes Schloss. Zumindest vorerst. Dann brauchen wir das zweite, das Keypiece, nicht Keypiece, Knifepiece aus dem aus der Spiegelwelt. Und dann können wir, wenn wir nicht gerade groß Pech haben, auch gleich Dingens mitnehmen. Den Boss ein zweites Mal. In der Hoffnung, dass wir unbedingt eine Karte kriegen. Buch der Offenbarung. Nochmal. Gott, oh Gott, oh Gott. Jesus, Herrgott im Himmel. Ne, hier war keine Rollstation. Ich habe nur gehofft. Messer Teil 1. Habt ihr schon Messer Teil 2 geguckt? Hab gehört, soll eine starke Fortsetzung sein. Und Messer Teil 3 erst. Junge, Junge, Junge. So eine gute Fortsetzung von einer Fortsetzung habe ich noch nie zu einer Fortsetzung gesehen. Junge, Junge, so gut muss man erstmal werden. So gut muss eine Fortsetzung erst einmal werden. Und ich hoffe einfach nur, dass nicht nochmal das Book of Ich hoffe einfach nur, dass nicht nochmal das Book of Revelations aktiviert wird. Buch der Offenbarung. Ah! Gott, oh Gott, hat sich das gerade gespielt angehört. Komm schon. Sehr schön, komm aus der Wand. Ah, Pokégau. Muss sie fangen. Könnte ich auch. Nee, ich suche lieber in der anderen Welt nach dem Super Secret Room. Achso, ein Boss Challenge Room könnte ich mir mal nochmal ansehen. Damit fällt es mir nämlich aufgefallen. Merged Card. Ha! Dann hätte ich jetzt gesagt, können wir eine Dingens kriegen, eine Chance auf unsere gute alte Holy Card, aber nein, dann doch nicht. Petrified Poop. Versteinerter Kot. Bringt Glück. Ach ja. Und ich habe schon keine Lust mehr auf diesen Run.
Tatsächlich habe ich verloren, weil ich meinen Finger von der Dings-Taste genommen habe, von der Schuss-Taste, um zu restarte den Run-Taste, nämlich den R-Knopf zu kommen. Was sich sehr gut getroffen hat, weil so schnell war ich mit dem Finger nicht. Oh, Envy. Komm schon. Halt auf, komm schon, Hass. Hört auf zu streiten, wenn die Liebe mehr liebt. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist das ein nerviger Boss. Wenn man nicht gerade OP stark ist. Wusstet ihr, dass OP für Operator steht? Wusstet ihr auch, dass OP für stark steht? Overpowered. Verstoppte Feinde. Die sind doch ganz nett. Ich muss nur aufpassen, dass ich die Tränen aus meinen Gegnern nicht mit den Tränen von meinen Gegnern verwechsel. Und andersrum. Weil es könnte ziemlich unangenehm werden. Würde ich nur mal angemerkt haben. Dass ich es irgendwann vergessen werde oder nicht mitbekommen werde, wenn ich getroffen werde. Das ist auf jeden Fall vorprogrammiert, das will ich nicht auslassen, aber. Naja. Scheiße. So. Schillranzen und wenn ich Glück habe, kann ich die Bibel mitnehmen, um Marm kostenlos zu killen. Das müsste ja auch auf der Alternativebene Marm zutreffen, tatsächlich. Also bisher. Macht sich die Krankheit mit verstopften Adern ganz gut. Ich wüsste gern, warum der manchmal in Mais explodiert. Und ich wünschte auch, ich sähe es, wenn ich Tinted Rocks oder Super Secret Tinted Rocks habe. Ich habe das Gefühl, die regulären sehe ich mittlerweile relativ easy. Ich glaube, die habe ich mittlerweile drauf. Was ich auch drauf habe, ist Dangle in diesem spezifischen Raum. Yeah. Box. Nee, besser als gar kein Trinket. Ich bin aufgeregt. Oh, hey, Herrscher. Der bringt uns zur Chefetage, bitte. So, gab es noch irgendwas im Shop, was ich wollte? Yeah. Willkommen in die Pubertät, Jungs. Ach ja, ach ja, ach ja. Was sagt denn die Ebene? Ach so, kostenloser Dingsbums. Oh, Junge! Oh hey, es ist der Code-Boss. Also, beziehungsweise eine der Code-Bosse. Oh oh, mach das nicht. Mach das nicht. Mach das nicht. Mach das nicht. Okay, schon besser. Solange die sich nicht jetzt auch noch durch die Gegend schleudern wie ein Katapult ist. Bei mir. Ah, das ist fein. Fuck. Die schleudern sich auch. Habe ich gerade herausgefunden. Ach, das ist eine Holy Card und keine Holy Card. Ah. 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 Kann okay sein. Stell dir vor, wir kriegen Brim, also als Beispiel, und treffen damit Gegner in drei Richtungen. Kann passieren. Muss nicht.
Wir gehen in der Welt jetzt rein übrigens. Und wenn was Interessantes da ist, nehmen wir es mit. So einfach ist das. Wenn nichts Interessantes ist, gehen wir rein und gehen auch gleich wieder. Aber hey, vielleicht kriegen wir durch irgendein Sacrifice Room Redemption. Das wäre stark. Das würde ich gerne wollen. Weil in Redemption ist so fucking stark in Repentance. Wenn man dran denkt, wie scheiße der Devil Deal geworden ist. Oh hey, Full Health bringt mir den Scheiß. Oh hey, das ist gut. Achso, Schlüssel habe ich nicht. Sehr schön, Dad's Lost Coin. Bringt mich leider nicht in den Raum, den ich will. Aber naja, wir können noch nach dem Secret Room suchen. Da ist er nicht. Da könnte er sein. Und in die Richtung könnte er sein. Oh, hey, habe ihn gefunden. Sehr, sehr schön. Und der bringt mir einen Scheiß. Naja, erste Ebene Shop ist immer offen. Erste Ebene Shop ist immer offen. Heißt, vielleicht kann ich mir da einen Schlüssel kaufen. Ich kann mir hier keinen Schlüssel kaufen. Ich kann mir einen Sack kaufen, wo ein Schlüssel drin sein kann. Da sind sogar drei sind drin. Super schön. Das heißt, ich kann sogar die goldene Kiste mitnehmen, wo vielleicht ein gutes Damage-Up drin sein könnte. Oder halt nur Schwachsinn. Je nachdem. So, wir suchen uns noch den Super Secret Room, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weiß, wo er ist. Bin mir da ziemlich sicher. Seht ihr, was sag ich? Dieser Schwachsinn von Super Secret Room war easy zu finden, also beschwere ich mich nicht drüber. So, und dann wollen wir da lang. Nicht da rein. So. Links, rechts, links, links, links. Könnte sowohl ein Fehler sein, als auch die bessere Wahl. Aber da ich sowieso mir sicher bin, dass ich beides nehmen werde. Besonders wenn sich mein Traum des Brimstones erfüllen sollte. Fuck, das ist jetzt meine Schuld. Wir nehmen ausgewichen und dann noch hinterher rein. Ne, ein Tier-Sub ist es mir wert. Ich habe die Würmer seit der Pika-Run-Challenge, glaube ich, relativ lieb gewonnen. Aber relativ heißt nicht, dass ich sie wirklich gut finde. Ich möchte nur anmerken, dass dieser Raum hier ein ziemlich heftiger Stinker war. Oh hey. Ausnahmsweise. Hey, ein Blazing Heart. Okay, das war Virgo. Virgo ist nicht allzu angenehm. Tatsächlich nicht, nee. Soll das Pluto sein? Das Item? Ich weiß es nicht. Was meint ihr, soll das Pluto sein? Rubber Cement oder Sinus Infection? Ich bin doch ganz klar für den Schnatter. Not affected by luck. Das ist schade, auch wenn der Rubber Cement nice wäre. So. Da bin ich, glaube ich, gar nicht rein. So, liebe Leute, bin wir da. Und ich denke, ich weiß auch, wo ich nach dem Secret Room gucken will. Nämlich hier. Da
Ist er nicht. Das auch nicht. Das heißt, ich habe offiziell keinen Plan, wo der Secret Room ist. Und so wie ich das mitbekommen habe, bin ich in dem Moment gerade quasi sturmfrei. Ja, nehmen wir die Unterwäsche mit. Gibt Fliegen. Der Pakt ist stark. Tears und Damage Up? Kann ich mir gut geben. Kann ich mir sehr gut geben. Gib mir die Soul, nicht die Soul, das Damage Up. Nicht Damage, Tears Up. So, und diesmal meine Revanche gegen dich. Oder gleich euch, weiß ich gar nicht. So oder so, ihr seid tot, Mensch. Oder Jungs. Ich glaube eher Jungs. Ich glaube, ich brauche noch ein paar Herzen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass ich durch den Spiegel hauptsächlich auf dieser Ebene den Sacrifice Room verwenden werde. Bin mir da ehrlich gesagt sogar ziemlich sicher. Brauch erstmal einen Schlüssel. So. Das ist kein Schlüssel. Ich will zwar eine Form von Münze, aber eine ganz andere Form von Münze. Genau die Form von Münze. So. Schauen wir erstmal, ob wir hier was Interessantes rauskriegen. Wir müssten ja eigentlich auf 6 kommen. Das müsste zumindest unsere Deal-Chance kräftig erhöhen. So, komm schon, Angel Deal. Ich will ein Schild nicht. Schade. Aber wir können noch einen machen. Oh hey! Du schon wieder. Ach ja. Mystery Sack oder Deadeye? Ich nehme Deadeye Plankton. Totes Auge. Nee, da kann kein Secret Room sein. Gehen wir erstmal gerade weiter. Ach so. Gehen wir erstmal gerade weiter. Oh. Kann er nicht sein, aber hier kann der Super Secret Room sein. Oh hey. Was soll dieser Schwachsinn? Es ist doch nicht schön. Ich habe mich darauf vorbereitet zu sagen, das ist schön, aber hier ist nichts schön. Experimental Pill. Okay, gib mir den. Moment, ich will eine höhere Deal-Chance. So, aber jetzt müsste ich eigentlich in der Lage sein, noch eine 7 Troll-Bombs. Nee, dafür will ich keinen Dings ausgeben. Machen wir erstmal den Boss und schauen, ob wir den eine der beiden Kackwürmer haben. Ja, haben wir. Fuck. Ich hatte Angst, mich zu bewegen, weil ich mich sonst in den Reihen bewegen könnte. Oh, Magnetit. Okay. Finde ich ganz kräftig okay. Ist das der mit dem... Ja, das ist der mit dem Magnetizing Tears. Der ist sogar überdurchschnittlich okay, würde ich sagen. So. Bei Magnetizing Tears hält die Gegner zusammen. Und wenn ich dann noch Epicac kriege oder sowas. Oder Brim. Brim, allein Brim schon. Dann wäre alles wunderschön.
Oh, ich hoffe so sehr auf eine Joker-Karte in irgendeiner ersten Ebene, während wir das machen. Das wäre so schön. Das wäre so liebenden. Fuck. Ich glaube, Lodestone hat nicht geholfen. Soweit. Weil es hilft dabei, wenn ein Gegner mal magnetized ist, die Gegner beieinander zu halten, aber ich glaube, das war's dann auch. Moment, ich muss kurz Sky antworten. So. Weiter geht's. Vielleicht ist in diesem Secret Room ja was. Secret? 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 Ich meine Goldraum. Ja, was Besseres. Etwas, das auch hilft, wie. Was weiß ich. C-Section. So explizit kann man nicht sein. Ah, naja, wenn ich nach C-Section frage, dann kommt's nicht, also. Scheiß auf C-Section. Ich nehme das, was kommt. Und wenn es Bozo ist. Bei Bozo ist quasi mein Glücksitem. Damit habe ich noch jeden Run irgendwie irgendwas hingekriegt. Irgendwas heißt nicht immer, dass ich einen Run geschafft habe. Bozo ist und bleibt mein Glücksitem. Aber wir brauchen erstmal ein Item. So. Und das ist. Junge, Junge, Junge. So heftig musst du nicht aufs Pedal treten, liebes Spiel. Meine Tränen relativ koordiniert zu behalten, ist. Es ist ein Traum, der wahr wird quasi. Alles, was ich noch brauche, ist Damage. Dann bin ich glücklich. Quasi. Ja, glücklich bin ich erst, wenn ich den Run geschafft habe, aber. Psst. Ist doch quasi dasselbe. So. Jetzt gehen wir erstmal zum Shop. Aber gucken unterwegs nach einem Secret Room. Nämlich hier. Ich habe gehofft. Ich war mir echt unsicher, ob der wirklich hier ist. Und er war hier. Wenn wir eine Bombe kriegen sollten im Shop, weil nichts anderes da ist, dann nehmen wir das damit. Da ist nicht mal eine Bombe drin. Aber der Champion-Gürtel ist gut. Das ist das Damage auf, nachdem ich gefragt habe. Aber hey. Das ist nur Little Horn. Der wird mir bestimmt nichts Gutes droppen. Das ist okay. Oh hey, Winky ist sogar sehr gut. Danke, liebes Spiel. In diesem Run ist das Spiel wirklich nett zu mir, muss ich sagen. Nein, danke. Ich behalte lieber meinen Dingens. Ich weiß nicht, wo mein Flaschenöffner ist. Ich kann euch sagen, ich habe noch mein Pfirsich-Melonenwasser aus dem Zelda-Stream. Das ist immer noch relativ bitter. Wissen was? Machen das. Muss nur ein bisschen von den Gegnern wegbleiben. Und dann ist alles gut. Dann ist alles gut. So, nehmen wir eine fragmentierte Karte. Was ich nicht weiß, gibt uns das ein. Ja, das gibt uns ein extra Secret Room ab der nächsten Ebene. Das ist tatsächlich super. Auch wenn ich vielleicht so klingen mag, als wenn ich. Weil. Line Crew, okay. Da will ich mir lieber einen Punkt suchen, wo ich. Womöglich einen Crawlspace haben könnte. Jera ist kein Crawlspace. Ich will Humbling Bundle haben, ehrlich gesagt. Und noch eine Ausrede, um die Pille mitzunehmen. Nicht die Pille, das Herz da. Eine Ausrede, um mein Herz. Oh, da spielt jemand Dragon Ball FighterZ. Das will ich auch mal wieder spielen.
Problem ist aber, ich war darin immer so scheiße, dass ich nicht mal den Boss-Sturm-Modus vernünftig geschafft habe. Falls es überhaupt einen Boss-Sturm-Modus gab. Stimmt, da gab es diesen komischen Tower, wenn man da rechts gegangen ist. Nicht, aber den habe ich auch nicht geschafft, so oder so. Ist das ein Champion? Komm schon, mein kleiner Scheißhaufen-Freund. Scheiße, er ist tot. Keine Sorge, wir kriegen das hin. Sehr schön. Roid Rage nehmen wir mit bei Roid Rage. Und hier haben wir Ghost Baby. Gut für Conjoint. Wir gehen aber nochmal in den Shop. Weil wegen. Zack. Oh, hey, goldene Bombe. Die macht tatsächlich so einiges. Ein bisschen. Besser. So, was ich wissen will. Ist hier das Secret Room? Ist nicht der Secret Room. Ist hier das Secret Room? Natürlich ist er das nicht. Seid ihr dumm? Oder so. Er ist dann doch hier. Und wir sprengen die gleich mit. Oh hey. Geld. So, dann wollen wir noch das hier sprengen. So. Brown Nugget. Ich weiß nicht mal, was das macht. Ich weiß nicht mal, was Brown Nugget macht. Und ich freue mich trotzdem drüber, weil ich freue mich eigentlich gar nicht drüber. Ja, naja, wenigstens ist der beschissenste Boss aus dem Weg. So, ich will nach Norden. Den Stapler nehmen wir mit. Oh oh. Nicht in Gegnern bleiben. Das ist eine sehr ungesunde Entscheidung. Oh, die greifen ja an. Schon töte ihn, bevor er irgendwelche Scheiße macht. Naja, hey, es war Dross. Wenigstens weiß ich jetzt, dass Brown Nuggets tatsächlich nicht 100% Scheiße ist. Es ist nur, keine Ahnung, 76% Scheiße oder so. Aber nee, es ist auf jeden Fall gut genug, dass ich sagen kann, yo, ich würde es mitnehmen, wenn es kostenlos da ist. Allein wegen der Transformation, aber das sind an dem Punkt nicht mehr die Beweggründe. Einfach weil Hasch damit zum Beispiel einen kleinen. Beziehungsweise ich habe einen kleinen Vorteil gegen Hasch, wenn ich es mitnehme. Ja, Eden's Blessing oder Ghost Pepper? Ich nehme Ghost Pepper. Ausnahmsweise. So. Nimm das mit, dann das. Gehen wir erstmal weiter. Bomben sie weg. Dann nehme ich den mit für den Fall der Secret Room und den hier, weil. Ja. Nicht für den Fall Secret Room, für den Fall Sacrifice Room. Und den ich auf dieser Ebene zwar nicht glaube, aber der Run ist noch. Der Run ist noch jung. Schlacke 3. An diesem Punkt würde ich sagen, ist alles im Run möglich. Okay, ich hätte nicht dran gedacht, dass da der Secret Room ist. Lol. Ich finde es interessant, dass die Ghost Pepper Schüsse sich wie Geister quasi verhalten.
könnte denn der zweite Secret Room sein? Ich denke, ich will jetzt hier probieren. Und da. An dem Punkt wüsste ich nicht, wo der sonst sein soll. Naja, machen wir es mit dem Boss. Oh oh. Ich frage mich, ob der Damage nimmt, wenn er... Nein! War so ein starker Run. Der Run hat's gut mit mir gemeint. Das hab ich doch gemerkt. Ich soll zurückgehen und die Dingens öffnen. Die Explosionsfässer. Einfach für den Fall, dass da ein Crawlspace ist. Goldbaum 1. So. Hauptdosis. Das ist echt eine kurze Reichweite. Ein kurzer! Naja, vielleicht finden wir noch Continuum oder so einen Schwachsinn im anderen Goldraum. Naja. Nein, da will ich nicht rein. So. Sehr schön. Den zweiten Goldraum könnte ich gut gebrauchen, liebes Spiel. Und Bomben. Sogar drei mittlerweile. Explosive Diarrhea? Nee, aber Ranger. Macht das Ganze deutlich angenehmer. Sehr schön, da sind die Bomben. Ich denke, ich will zuerst hier unten alles wegsprengen. Jarum. Da und da. Okay, ich gebe zu, das hat vielleicht nicht so viel gebracht, wie ich gehofft habe, aber hat schon mal mehr gebracht als gar nichts. Okay. Wir wissen, ob hier der Dingens ist. Ist er nicht. Status Update. Wir haben noch ein paar Bomben. Wie schön. Spreng das. Hive Mind. Ne, da komme ich sowieso nicht rein. Aber Hive Mind wäre eine Idee. Wäre eine Überlegung wert, würde ich sagen. So. Oh, da ich sowieso nicht damit staunen. Geteilte Tränen machen zwar halben Schaden, aber das heißt nicht, dass sie nicht trotzdem stark sind. Weil wir haben immer noch Proptosis, okay. So. Suche hier nach dem Super Secret Room. Da war er nicht, aber das ist okay. Das war's mit dem Run. Moment. Komm aus dem Weg. Lief nicht so wie gehofft, aber trotzdem ziemlich gut. Und das ist das beste Outcome. Wenn es unerwartet, aber stark läuft. So wie diese Jungs. Die sind stark. Das da ist auch relativ stark. Das ist ein Tier-Sub. Und zwar recht kräftig sogar. Ich glaube, ich sehe einen Super Secret Tinted Rock. Könnte aber auch nur Einbildung sein. So, für nächste Ebene. Und ich hoffe, wir finden noch Tarotklopf, dass ich meine Dingens verstärken kann.
Also meine Karten. Das wäre wirklich stark. Ich habe ein Abo, nicht ein Abo. Ich habe irgendeine Nachricht von YouTube bekommen. Das heißt, entweder wird es ein Abo sein. Glaube ich auch irgendwie nicht. Oder ein Kommentar, woran ich eher glaube. Was ich schön fände. Community-Interaktion kann zwar nervig sein durch den Fakt, dass ich soziale Interaktionen echt nicht angenehm finde, aber ich freue mich drauf, tatsächlich. Okay. Denke ich, werde erstmal zum Shop gucken. Eine Holy Card. Ich denke, es ist quasi egal, ob ich zum Goldraum mich warpe oder nicht. Achso, ich werde erstmal gucken, ist das ein Kommentar? Die Folgen mit euch beiden sind viel zu kurz, was? Bitte mehr davon. Achso. Da hat jemand darum gebeten, dass ich mehr mit Perwoll mache. Aber an dem Punkt kann ich dir sagen, liebe Anita, ist unwahrscheinlich, weil ich würde tatsächlich sehr viel mehr mit Perwoll machen, weil ich interagiere auch tatsächlich ziemlich gern mit ihm, konträr zu der Aussage über soziale Interaktion vorhin. Aber er hat durch, keine Ahnung, Fachgymnasium, weiß ich gar nicht. Nur Wochenende Zeit. Und da machen wir schon Minecraft und ich klau ihm damit schon relativ viel seiner Zeit. Also. Ich bin der Meinung, das ist okay so. Aber wenn Perwoll mehr Zeit hat, bin ich mir ziemlich sicher, würde er auch gerne mitmachen wollen. Bin ich mir ziemlich sicher. So. So. Bin mir da wirklich sicher, dass er da wirklich dass er gerne mitmachen würde. Aber wie gesagt. Chariot. Der Wagen. Moment, in JoJo's Bizarre Adventure hat er seinen Stand Silberner Wagen genannt. Bin beeindruckt von Polnareff. Wie immer. Ja. Musste eine Mücke klatschen. Ich glaube aber hier ist irgendwo noch eine. Ja, ich sehe sie. Aber ich komme nicht ran. Ist hinter meinem Bildschirm. Hat sich auf meiner Kamera gesetzt, aber da kann ich sehr schwer raufhauen. Das ist echt unangenehm gerade. Ich merke schon, die haben mich schon zwei, drei Mal gestochen, die Wichser. Oh. Damager. Oh. Nee, es juckt an der Schulter. Ich bin mir ziemlich sicher, die haben mich an der linken Schulter getroffen. Bin verwundet. So, hilft mir doch. Hm. Oh hey, da ist ein lächelnder Scheißhaufen. Ich glaube, den mache ich erst auf, wenn ich die Ebene erkundet habe. Aus dem Grund, dass die Begleiter in der nächsten Ebene deutlich hilfreicher sein könnten. Aber ich hätte auch gerne eine Bombe von dir, liebes Spiel. Durch alles, was du willst, wenn du mir zwei Bomben gibst. Erste Bombe. Unangenehm. Das Ding ist, ich habe nicht mal ein Item. Das Ding ist nämlich, ich würde sehr gerne den Small Rock finden. Ich hoffe, das versteht ihr, oder? Ne, Mann, das versteht ihr. Ihr seid doch intelligent. Oh, ich habe das schon mitgenommen. Habe ich gar nicht mitbekommen. Aber ich glaube, aus der zweiten Bombe wird nichts. Naja, dann gehen wir halt in die nächste Ebene. Aber ich kann tatsächlich Perwoll mal fragen, ob er
Lust hätte, noch irgendwas für die Woche aufzunehmen oder die Folgen länger zu machen oder sowas. Ich glaube, Folgen länger machen würde ich ungern tun bei Minecraft Data Sandwich. Ich glaube tatsächlich, würde ich das nicht wollen. Ich glaube, wir können wieder bei Primordial reingucken oder so. Oder wir machen, oder wir schauen, dass wir Muralien wieder zum Laufen kriegen oder so. Müssen wir gucken. So, ich habe übrigens heute Kuchen gebacken. Beziehungsweise nicht gebacken, ich habe Tortenguss angerührt und ja, dann Zeug auf einen fertigen Tortenboden, so heißt das, gelegt und gerührt so. Ich glaube, da merkt ihr, dass das nicht als Kochen? Als Kochen qualifiziert das schon, aber nicht als Backen. Was eigentlich meine Aussage sein sollte. Warum sind eigentlich die Pups davor, wenn da sowieso nichts aufgehalten wird? Verstehe ich nicht. Ich glaube, das wird besser als Tiny Planet. Es ist besser als Tiny Planet. Weil wegen Secret Rooms und so. Und was mir den Secret Room anzeigen kann, ist schon mal ziemlich freundlich zu mir. Mich nochmal anmerken. Ich habe vergessen, dass ich seit über einer Stunde, nicht über, seit circa einer Stunde versuche, weiterzukommen. Naja. Alles gut. Es ist ein Tainted Lost, da passiert jeder Scheiß. Da musst du halt wirklich entweder der beste Dodger in Isaac sein oder einfach Glück haben. So, eine Frau und den Giga-Chat. Hey, Geld. So. Den nehme ich mit. Zack. Zick, zack. Zick, zack. Aber dann gehe ich erstmal. Aber dann. Typisch Andy. Nee, fuck. Gehe ich erstmal den Run beenden. Komm, die Stunde machen wir mindestens noch voll. Vielleicht haben wir bis dahin noch irgendeinen guten Run. Glaube, ich habe. Oh, Sinus Infection. Ich glaube, ich habe. Ich glaube, ich habe meinen Titel für die Folge gefunden. Fails mit Überlänge. Sonst sind meine Videos ja nur so lang, wie der Run geht oder 20 Minuten. Und ich glaube nicht, dass ich schon den Run geschafft habe. Und 20 Minuten habe ich auch nicht aufgehört, bin ich mir ziemlich sicher. Ich gucke nach dem Super Secret Room und zwar da. Scheiße. Naja. Oh hey, es ist ein Pferdemann, der wird tatsächlich ziemlich easy zu besiegen sein. Weil wegen Popel. Die bleiben nämlich die vollen 10 Sekunden oder was das waren hängen. So, Shop und alles brauche ich nicht. Ich glaube, ich brauche doch den Shop. Ich glaube, ich will doch zum Shop. Es wäre gerade fast sehr schnell, sehr schief gegangen. Unangenehm. Ich hätte aber jetzt nicht erwartet, dass da ein Zehner im Dingens Room ist. Ja. Yo, Wheel of Faction.
Okay, ich habe da auf jeden Fall schon mal gut was rausgekriegt. So, und ich sage, hier ist das Secret Room. Ich lag richtig. Wenn ich da eine Bombe rauskriegen könnte, wäre ich sehr erfreut. Sehr schön. Und jetzt, Tinted Rock gibt mir den Small Rock. Ja, hätte ja klappen können. Bisschen hoffen darf man ja auch, oder? Ich glaube, ich gehe ja jetzt auf Stars-Karten. So, nochmal einen Schluck trinken, denn davon habe ich euch noch nicht genug in die Ohren gelabert die letzten Monate. Ah. Oh das war vielleicht nicht die beste Idee, ehrlich gesagt. Ich glaube aber, sollte mir trotzdem. Oh oh. Sehr schön. Einer Bürgertier zu treffen wäre schon ein Sieg. Bei den Jungs. Naja. Oh, wir brauchen erstmal einen Schlüssel. Wo krieg ich jetzt bloß einen Schlüssel her? Ich habe auf keinen Fall einen Schlüssel bekommen. Oh, Damage Down. Igitt. Oh, hey, Bomben. Damit könnten wir Secret Room ballern. Oder wir könnten es auch sein lassen. Stunde ist noch nicht voll. Sack of Pennies. Ah, Scheiße. Da war gerade die Mücke. Jetzt kriegen können, aber ich war zu langsam. Damit den Controller fallen zu lassen und wegzuschmeißen. Ah, naja. Passiert. So. Sehr schön. Ich muss tatsächlich mal gucken, ob es für das Basement für den Basement Seaten Dingens gibt. Eine Achievement. Ein Achievement. Ein Erfolg, wie er im Buche steht. Quasi. So, und denkt dran, liebe Kinder. Isaac spielt man, indem man die Gegner ignoriert und lieber erstmal alles andere im Raum macht. Denn dann können einen die Gegner treffen. Das ist ja das Ziel des Spiels, wisst ihr? Ne, na genug. Hey, wir haben beide getroffen. Oh, Hatter Gran. Ho. Du verwöhnst mich, Spiel. Oder ich lasse die Runs trotzdem sausen wie. Was weiß ich. 22 Uhr erst. Ah. Da wir in regulär Downpour sind, was übrigens Platzregen ist. Ich hätte da. Ach so, Downpour. Oh. Ich verstehe jetzt den Titel. Durch eine unangenehm deutsche Übersetzung. Die ist so deutsch, dass sie mir eine Bratwurst geben will und Lederhosen trägt. Man muss auch mal über sich selbst lachen können. Und ich bin ziemlich sicher, das mache ich tatsächlich sogar zu oft. Oh, scheiße. So, bevor die jetzt noch mehr Schwachsinn spucken. Sehr schön. Und Slipped Rib. Ich glaube, die Geisterbomben sind mir in dem Fall lieber. Auch wenn die Slip Rip nicht schlecht ist. Weil es ja Tears blockt. Ja, Hinterkopf juckt. Ah!
geht auch echt kein Video, ohne dass es mir hinter kommt. Oder der Kopf in irgendeiner Weise juckt. Es geht doch nicht anders. Seht ihr, das hätte verhindert werden können, wenn ich die Slipdrip hätte. Aber so war ich einfach komplett offen dafür. Ich will ein bisschen was kaufen. Ich will das, ich will das. Und es ist Kreuz 2. Hematemesis oder Hematemesis. Ich wünschte, ich wüsste, was Hematemesis ist. Ist es vielleicht Apfelmittel? Ah, nee, das ist schon Brechwurzel. Oder zu Englisch, Ipecac. Ich glaube, Ipecac mag ich an dem Wort am liebsten. Oder am ehesten. Ich glaube eher am ehesten. Das wird vielleicht weniger auf Devil Deals geiern. Sondern mehr auf Angel Deals setzen. Dass sie mir auch den Dingensbums geben. So, das ist. Da wir über eine Stunde sind, ist das der letzte Run. Weil der letzte Versuch. Ja, okay, nee. Ich hänge hier noch einen dran. Die Holy Card habe ich so schnell verloren, dass. Da habe ich nicht mal mehr. Ich habe nicht mal den ersten Raum geschafft, okay? Wenigstens das würde ich gerne No-Hit noch schaffen. Ich denke, wenn du mit The Lost und Tainted Lost was schaffst, dann ist dir mit Azazel auch. Ist dir mit Azazel auch alles bei allem geholfen. Und Mandy muss auch nach Super Secret Room suchen. Wenn ich schon I Can See Forever habe. Wenn schon, denn schon, ne? So. Eine Sache, die ich heute in Tears of the Kingdom vergessen habe zu tun, ist. Die Schwerter, die ich sammeln will, zu saven. Was Bursting Sack eigentlich? Achso, die Spinnen existieren einfach nur noch. Ich merke. Nein, Broken Remote für dich nicht. Die kommt mir sehr, wie soll ich sagen, scheiße vor. Oh, hey. Sind wir hier etwa in der Ultra-Challenge? Nee. Warum sollte ich diese Scheiße mitnehmen? Macht ja keinen Sinn. So, ich sagte, das mache ich noch. Ich meine noch einen, weil ich den Mantel so schnell verloren habe. Ich denke, das ist wirklich der allerletzte Run. Für heute. Ich mache ja noch ein paar Videos. Mein Plan ist es, Isaac abzuschließen. Vielleicht zwischendurch eine Pause zu machen, aber dafür muss ich erstmal ein Spiel finden, was ich stattdessen spielen will. Oder anfangen, meinen Upload-Plan etwas zu regulieren. Oder genauer gesagt, besser zu regulieren. Oder anzufangen zu regulieren. Aber alles zu seiner Zeit, okay? Da kann er nicht sein. Hätte die Bombe hierfür aufsparen sollen. Bomben sind der Schlüssel. Drowsy. Verbeultes Baby. Ich glaube, boiled übersetzt sich nicht mit verbeult. Ich glaube, das ist ein bisschen falsch. Liebes Google-Übersetzer-Team. Ich glaube, das hat ein bisschen weniger was mit einer richtigen Beule zu tun. Aha. Und wir schauen in den Shop. Dort haben wir hauptsächlich Schwachsinn. Aber nicht nur Schwachsinn. Halt hauptsächlich. Wisst ihr?
Ich bin tatsächlich interessiert, mir ein Pokémon Scarlet and Violet Video anzusehen. So sehr hat sich das bei mir tatsächlich gelockert, dieser Hate. Ich war zu nah dran. Naja, liken, kommentieren, abonnieren, glocke, sehen Sie uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.